Fußball 7x7. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir freuen uns, dass auch wieder so viele Leute hierher gefunden haben. Ich glaube, trotz wirklich zahlreicher Elternabende heute, irgendwie scheint sich die Schulter alle abgesprochen zu haben. Mein Name ist Sabrina Eisel-Fütterer vom K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro der Stadt Karlsruhe. Keine Angst, ich werde keine 7 Minuten sprechen, sondern möchte einfach Ihnen nur kurz das K3-Büro vorstellen bei der Gelegenheit. Zusammen mit dem Tollhaus machen wir jetzt bereits seit 10 Jahren die 7x7-Veranstaltungen und freuen uns sehr, dass die Kooperation so super klappt, dass wir die Möglichkeit haben, hier mit der Veranstaltung ein Schaufenster in die Kultur- und Kreativwirtschaft zu bieten und Ihnen diese spannenden Berufe ein bisschen näher bringen zu können. Kurz zu dem, was wir machen oder beziehungsweise wie wir uns zusammensetzen. Wir sind ein gemeinsames Büro von Wirtschaftsförderung und Kulturbüro der Stadt Karlsruhe und wir sind zuständig für die Kultur- und Kreativschaffenden hier in Karlsruhe, sind Ansprechpartner, bieten Beratungen an, entwickeln Formate unterschiedlichster Art, wie zum Beispiel dieses 7x7-Format, aber auch Kongresse, Seminare, Workshops, und alles Mögliche. Schauen Sie gerne mal bei uns vorbei, www.k3-karlsruhe.de. Auf Social Media sind wir auch sehr aktiv und informieren da immer regelmäßig über Veranstaltungen, Fördermöglichkeiten, Wettbewerbe, alles rund ums Thema Kultur- und Kreativwirtschaft. So, dann darf ich weitergeben an unseren wundervollen Moderator Martin Wacker, der uns auch seit der ersten Veranstaltung treu geblieben ist. Und Martin, dann übergebe ich das Wort an dich. Dankeschön, guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend im Tollhaus Karlsruhe. Ich kann es kaum fassen. 10 Jahre sind wir schon beieinander. Was heißt wir? Wer war denn schon mal da? Wer hat denn schon mal gemacht? Also wir sind doch beieinander und haben tatsächlich 20 Ausgaben 7x7 miteinander erlebt. Und das heißt, wenn wir heute Abend die letzten Kreativen auf der Bühne gesehen haben, waren das 140 Kreative aus der Stadt, aus der Region, hier vom Kreativpark Alter Schlachthof. Was für ein großer Erfolg, das hätten wir uns am 19. September 2012 nicht träumen lassen. Nochmal Applaus für die Ideengeberin, Ideengeber. Toller Erfolg. Ich kann Ihnen sagen, wenn man das so lange macht, hat man so viele Kreative hier auch kennengelernt. Viele hat man verfolgt. Die kamen hier als Pre-Start-up mit einer Idee, haben nicht gewusst, wie entwickelt sich's. Und so viele stehen mitten in einem tollen Job, sind kreativ und haben großen Erfolg. Also das ist auch eine gute Startspur für großen kreativen Erfolg in der Stadt. Auch heute Abend haben wir eine ganz bunte kreative Mischung zum Jubiläum. Und das Schöne ist, dass manche noch vor der Gründung sind, manche haben schon gegründet, manche sind schon 10 Jahre lang im Job und haben Erfolg. Also die ganze Bandbreite ist heute Abend auch wieder vertreten. Und wenn ich sage ganze Bandbreite, wir machen einen Ausflug ins Theaterland. Wir treffen den Zoom-Manager, die kreativste Blaupause, die man sich vorstellen kann. Wir haben eine Rapperin aus Karlsruhe bei uns, die vielleicht Marschschuhe trägt und das Tollste ist, dann fliegt noch die Regenbogenkugel ein. Also es könnte nicht bunter und schöner sein zum Jubiläum. Schön, dass Sie heute Abend da sind und all diejenigen, die mit dem Elternabend sind, verpassen was. In diesem Sinne kann man sich schon empfehlen lassen. Ich spreche aus Erfahrung. In diesem Sinne wünsche ich uns einen schönen kreativen Abend und wir senden den ersten großen Applaus, denn Sie sind da hinten und manche haben das noch nie gemacht. Sie wimmern ein bisschen unseren 7 kreativen Teams hinter der Bühne. Im Fußball wäre das der Kölner Videokeller, das ist meine Ecke. Hier wird genau geschaut auf die Zeit. Ich habe einen Gong, ich gomme die 7 Minuten an, ich zeige nach 3 Minuten 30 tatsächlich die Halbzeit und 1 Minute vor Schluss, dann wann die 7 Minuten eventuell demnächst zu Ende sind. Und das Schöne ist, ich bin ganz streng und werde die 7 Minuten für Sie und uns alle einhalten. Im Anschluss gibt es ein kleines Gespräch hier am Talktisch und das Schönste ist, alle kommen dann noch ins Foyer für einen kleinen Markt der Begegnung. Wir legen los mit einer kreativen Truppe. Einen kenne ich schon ziemlich lange, weil ich ja auch aus dem Theater komme und weiß, er ist ein fantastischer Theatermann. Sie sind auch zu Hause in Perfekt Futur, stehen ganz kurz vor der großen Gründung. Also alle Kunstformen werden vereint.
Multikuläres Theater, Schauspiel, Musik, Tanz, Puppentheater und vor allem sagen sie, Theater ist Lernen oder Theater ist Leben, sage ich immer. Und ich freue mich, dass wir jetzt zu Gast sind im Theaterland mit Rob Dornbos und Stefan Falk. Jörla, eure Bühne. Theaterpädagogin und ich möchte etwas mit Ihnen machen, nämlich eine kleine Übung. Dafür tun Sie sich bitte zu zweit zusammen. Jawohl, es wird interaktiv. Gerade zu zweit zusammenkommen. Ja, sucht euch zusammen und wenn Sie alleine sind, suchen Sie ruhig jemanden von hinten. Wunderbar. Genau. Und setzt euch gegenübereinander oder stellt euch gegenübereinander. Setzt euch gegenübereinander oder stellt euch gegenübereinander. Ja, wunderbar. Ich stelle das gut. Ihr seid der Hammer. Macht kurz aus, wer ist A und wer ist B. Macht kurz aus, wer ist A und wer ist B. Perfekt. Und jetzt wird es ganz leise. Sie schauen mich an. Aufgabe ist es, A beschreibt, was B tut. Ich mache es einmal vor. Sie schauen mich an. Ihr Zeigefinger geht hoch, ihre Hände gehen auseinander, sie nicken mich, ihre Augen gehen zu und Augen gehen wieder auf, ihre Zunge geht kurz auf ihren Mund, ihr Mund geht kurz offen, ihr Mund geht wieder zu, sie gucken so runter, sie gucken wieder hoch, sie gucken mich an und so weiter und so fort. Also objektiv, Achtung, objektiv beschreiben, was B tut. A beschreibt objektiv, was B tut. Verstanden? Aber nicht lachen ist schon subjektiv, ne? Also, 3, 2, 1, los geht's. Und go. Theaterland kann jetzt starten. Ja, die Theatermacherinnen wollen sich mehr denn je vernetzen. Die Leute wollen gestärkt werden. Sie sind geschwächt von Corona. Und da ist die Chance. Und jetzt ist Theaterland dran. Ja, jetzt legen wir so richtig los. Rob, könntest du vielleicht dem Publikum vorher noch mal erklären, warum du eigentlich gerade diese Übung mit ihnen gemacht hast? Ach, stimmt, sorry. genau, Teil 1 war, sie beschreiben objektiv, was der andere macht. Und das ist ja im Theater auch, wir sitzen da. Wir sehen Sachen, wir hören Sachen, manchmal riechen wir den Schauspieler auf der Bühne oder so. Und Teil 2 ist dann, wir deuten das als Zuschauer. Und diese Vorgehensweise, da fängt Theater an, aber auch die Theaterpädagogik. Ja, das, was wir viel machen und wir, ja, dann war Stefan da. Ja, und zusammen haben wir uns auf den Weg ins Theaterland gemacht. Und Stefan war ein Quereinsteiger in der Theaterpädagogik. Für mich ungewohnt, aber es ist krass, der kam so mit Ideen, worauf ich nie gekommen bin. Und er ist ein sehr
sehr viele Seiten im Theaterbüro, finde ich. Und was ich noch an ihm schätze, ist sein krasses unternehmerisches Wissen. Ja, das ist echt mega. Und Rob hatte schon gesagt, 13 Jahre, mittlerweile sind es über 16 Jahre, dass Rob hier in Karlsruhe die Theaterpädagogik macht. Und Rob ist von der Pike auf gelernter Theaterpädagoge, hat ein wahnsinniges Wissen, eine wahnsinnige Verknüpfung. Und eigentlich könnte man mich auch schon so als Pionier der Theaterpädagogik in Karlsruhe bezeichnen, oder? Ja, das stimmt schon ein bisschen. Also, aber es stärkt. Ich fühle mich gerade gestärkt. Und das ist auch, was wir mit Theaterpädagogik und Theater machen. Wir wollen Menschen stärken. Genau. Und neben dem, was Sie gerade gemacht haben, neben diesem Wahrnehmen, ist auch ganz wichtig der Körperausdruck, die Mimik oder eben auch die Sprache, mit der wir uns verständigen und mit der wir sprechen. Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit und Empathie. Wir wollen fordern und fördern. Genau. Was? Ja, und unsere Ziele wollen wir eben dadurch erreichen, dass wir für alle Menschen, wirklich alle Menschen, die Theaterpädagogik zugänglich machen. Auch für die Theaterpädagogen selber. Also wir wollen Vernetzen und Netzwerke in Karlsruhe aufbauen und darüber hinaus und die theaterpädagogische Landschaft damit stärken. Ja, und deswegen wollen wir Karlsruhe gerne als theaterpädagogischen Standort etablieren. Und darüber hinaus haben wir auch noch so die Idee, dass wir auch das Kinder- und Jugendtheater noch ein bisschen mehr ausbauen. Das ist ja ein Traum. Also es ist das erste Mal. Aber wir haben auch schon vieles geschafft. Wir haben es geschafft, jetzt 30 Theaterpädagoginnen und Theatermacherinnen in einen Pool zusammenzubringen. Ja. Und genau, die haben wir schon. Und wir haben 40 Kooperationspartner, oder über 40 Kooperationspartner, mit denen wir mittlerweile zusammenarbeiten. 5 feste Mitarbeiter haben wir dieses Jahr eingestellt. Und wenn das Schuljahr 2022/23 zu Ende ist, dann werden wir über 1000 Schüler und Schülerinnen und Kita-Kinder mit theaterpädagogischen Projekten versorgt haben. In Raum Karlsruhe, Heidelberg, Stuttgart, darüber hinaus, wir sind gerade so expandieren. Ja, genau. Und wenn dem nicht noch schon genug wäre, bauen wir auch schon wieder an den nächsten Sachen, indem wir für die Theaterpädagogik ein Forum bieten wollen. Genau, wir veranstalten am 18. und 19. November ein Forum der Theaterpädagogik, wir kreisen. Und da kommen ganz viele Theaterpädagogen aus Karlsruhe und Baden-Württemberg zusammen, um sich zu vernetzen. Wenn Sie da mal schnuppern wollen, kommen Sie gerne mal vorbei, mailen Sie uns kurz vorher oder melden Sie sich einfach direkt für den Fachtag an. Draußen liegen auch Flyer im Foyer. Dankeschön. Es geht um verschiedene Dinge ausprobieren und Sie haben es ja selber auch gerade eben alle erlebt. Und
und wenn man in einem Raum eingesperrt ist, das wäre dann Elternabend, dann wäre das natürlich irgendwas, was, wo man reingeht und rausgeht und fragt sich, was habe ich hier eigentlich gemacht. Und das wollen wir durchbrechen, absichtlich durchbrechen, und deswegen nutzen wir natürlich die Räume, die wir haben. Ja? Theater ist Leben, ist der Aufkleber des Deutschen Bühnenvereins, aber ist Theater vor allem auch Lernen, und zwar für alle Generationen. Lernen und Erleben vor allem. Also mehr Erleben als Lernen, weil wir gehen davon aus, dass eben dieses Erfahren nicht darüber geht, dass ich jetzt nicht frontal vor Kindern hinstelle und ihnen sage, wie Theater funktioniert und sage, du musst jetzt von rechts nach links laufen, dann musst du das kleine Glas nehmen und gehst wieder zurück. Denn so funktioniert Theater nicht, sondern es ist ein Erlebnis. Und erst wenn man das erlebt hat und merkt, was man für eine Selbstwirksamkeit hat, als Person, jeder für sich, erst dann funktioniert Theater. Ist es denn auch so, wenn man junge Menschen mit Theater in Verbindung bringt, man ändert auch das Verhalten eventuell, das aufeinander zugehen, dass sich daraus auch eine ganze Stadtgesellschaft, ein Stadtbild auch verändern kann, wenn man das zu Ende denkt? Oh. Ja, ich sitze jetzt in so einem Projekt dran für Bayertheim, da wohne ich, gerade Kinder an der Schule, Kita da, und wir jetzt gerade in so einem Projekt dran, wo wir dann quasi die verschiedenen Akteure des Stadtteils versuchen, miteinander zu verbinden, und Kirche da, wo wir dann alle hinkommen und da ein Happening veranstalten. Ein bisschen wie Holidays ist die Idee. Genau. Holiday in Bayern. Holidays in Bayern. Kann man sich kaum vorstellen, aber auch das macht die Mücken. Ja. Das ist ein Format, in dem wir unter uns etwas präsentieren, aber wir bringen es noch nicht in die Innenstadt. Es gibt ein neues Format von K3. Da freue ich mich sehr drauf. Es gibt einen Pop-Up-Store demnächst, und zwar vom 17. bis zum 19. November im Regierungspräsidium in Karlsruhe. Ihr seid mit dabei. Check. Was kann man erleben? Das machst du. Ich mache mir das in dem Fachtag. Also gleich im Horror. Jeder, der zu uns kommt in den Stand, kann tatsächlich ein bisschen Theater erleben. Das heißt, was wir mit ihnen machen, ist, wir haben eine Mini-Bühne aufgebaut. Wir haben so ein bisschen an Requisiten da, obwohl die gar nicht so wichtig sind. Aber das hilft manchmal, wenn man sich ein bisschen verkleiden kann. Und jeder, der kommt, wird in eine Szene gesetzt. Und wir nennen das Standbild, hat aber was mit Theaterspiel zu tun. Und das ist so der erste Schritt in Richtung Theater, den man machen kann. Den kann man bei uns am Stand erleben. Und kann das natürlich, weil es ja ein schöner Kulisse ist, auch mit einem Foto nach Hause nehmen. Ich kriege schon ein bisschen Angst, ich. Also 17. bis 19. November, das werde ich schon Abend sagen, dann wirklich auch für euch die Möglichkeit, euch zu aktivieren. Stefan! Bob, herzlichen Dank, und wir sehen uns zum Finale nochmal. Dankeschön, Herr Schaaf. Das Schöne ist, dass der alte Monty Python-Satz jetzt zu etwas völlig anderem bei diesem Abend immer passt. Wir kommen zu einer Internetagentur, wo ich sagen muss, dass der Name mir Probleme bereitet. Ich versuche es richtig zu sagen: KR3M Media GmbH. Tatsächlich Marktführer für Games und Technologie in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, und zwar für Verlagen und Medienhäuser. Sie kennen das, Sie lesen Spiegel Online und denken, da unten ist ja noch so ein ganz einfaches Computerspiel. Ich habe noch 5 Minuten. Und bleibt dann eine halbe Stunde an Tetris hängen. Es ging auch um diese einfachen Spiele, die uns alle auch auf der Seite halten und die Mehrwerte haben. Und Sie machen das für so kleine Marken wie Deutsche Bahn, TUI, Spiegel, BASF und auch den SWR. Und wer den Idol Zoom Manager gerne spielt und sich den Zoo selbst baut, auch dafür sind Sie verantwortlich. Und das Ganze aus Karlsruhe. Mit großem Erfolg. Ich freue mich, dass bei mir die KRM3 Media GmbH ist. Mit Han und Jan, eure Hühner. Hallo, wir sind KR3M. Ich bin die Han-Team verantwortlich für das Online-Marketing. Ja, ich bin Jan Neunacher und arbeite aus Berlin remote für die tolle Company KR3M. Eigentlich war ich am Wochenende nur im Schwarzwald wandern, habe meinen Zug verpasst und durfte deswegen dann jetzt heute hier auftreten. Ich werde im weiteren Verlauf 2 Produkte etwas detaillierter vorstellen. Wer kennt KR3M? Okay, keiner. Ah, meine Fangemeinde, hallo. uns gibt es seit mehr als 20 Jahren und wir sind direkt am Europaplatz, gegründet 1999 von Jan Reichert, unserem CEO, zusammen mit seinen Studienkollegen.
Und wir sind mittlerweile ca. 50 Mitarbeiter und wir haben hybrides Arbeiten schon bereits über, also seit vor Corona ist es für uns auch kein Fremdwort mehr. Genau. Und was machen wir? Wir sind spezialisiert in HTML5 Games und Technologie im DACH für Verlage und Medienhäuser. Wir entwickeln Games und Gamification für, unterstützen damit auch Marketingkampagnen für namhafte Firmen wie SWR, Deutsche Bahn, Bosch, Bayer, um alle B zu nennen, BASF, BMW noch nicht, vielleicht kommen wir noch dahin. Und für viele Banken und Versicherungen haben wir auch schon zusammengearbeitet. Ja, und was macht uns so besonders? Ja? Also verschiedene Produkte, die wir jetzt mal kurz darstellen. Fangen wir mit den ersten an, also eines der wichtigsten, für das ich ja persönlich verantwortlich bin, das ist der sogenannte Playground, der eine sogenannte White Label Games Plattform ist. Das heißt, wir bieten diese Spieleplattform für verschiedene, eigentlich fast alle Medienpartner in Deutschland, Schweiz und Österreich an. Und die Frage ist, was sind die Erfolgsfaktoren einer solchen Plattform? Und die erste ist eigentlich, die richtigen Spiele zu machen. Jetzt, wir machen also nur Spiele, die über die Suchmaschine von Google auch gesucht werden. Das ist auch die erste Frage ans Publikum, und zwar, was denkt ihr, welche Spiele in Deutschland am meisten gesucht werden? Solitär. Ja, sehr gut. Also Solitär, Kreuzworträtsel, Mahjong und Sudoku sind eigentlich die meisten gesuchten Spiele oder Spielekategorien, die wir dann halt auch bedienen. Also das ist eigentlich das Wesentliche. Das Zweite ist die Technologie, die wir verwenden. Das ist sogenannte HTML5 Games sind das. Das heißt, die sind direkt im Browser spielbar. Das heißt, der Nutzer kommt über die Suchmaschine auf die Plattform, kann direkt spielen ohne Registrierung und natürlich auch ohne Download. Der dritte Erfolgsfaktor, das ist vielleicht der Grund, warum uns keiner kennt, ist, wir nutzen halt die starken Marken unserer Partner. Das heißt, wir schreiben da nicht KDN drauf oder sehr, sehr klein, und lassen halt die Medienmarken scheinen. Und das ermöglicht halt uns, diese Portale zu nutzen, die Reichweite zu nutzen und so dann gemeinsam neue Nutzer zu akquirieren für die Plattform. Für die Partner ist es halt auch sehr wichtig, die Nutzer dann zu binden, weil jemand, der täglich Solitär spielt, kommt dann auch jeden Tag auf die Plattform. Und das ermöglicht uns halt, gemeinsam neue Nutzer zu akquirieren und gemeinsam Geld zu verdienen. Das heißt, wir monetarisieren das dann über eingeblendete Werbung. Es entstehen also für die Nutzer selber keine Kosten mehr dran. Das mal ein kurzer Überblick dazu. Dann dieses Erfolgsmodell von SEO-Optimierung und großen Medienpartnern haben wir dann über Games hinaus entwickelt, in den E-Commerce-Bereich hinein. Auch hier wird sehr viel gesucht, zum Beispiel Lotto-Gutscheine, also es ist ein Gutscheinportal. Sogenanntes Cashback, das heißt, die Spieler, die Nutzer bekommen halt hier einen gewissen Anteil ihrer Umsätze, die sie dann in unseren Partnershops machen, dann wieder zurück. Was die beiden Geschäftsmodelle also verbindet, ist SEO-Optimierung, Qualitätscontent und große Medienmarken, die natürlich auch Sicherheit und dann den Nutzern geben, dass sie hier seriöses Angebot halt haben. Wir verstehen uns hier auch weniger eigentlich als klassische Agentur oder Auftragnehmer, sondern gleichberechtigter Partner und verdienen dann mit den Nutzern gemeinsam Geld mit unseren Partnern aufbauen. Ja, und wer von euch war auf der Gamescom im September? Nein, August war das. August. August, genau. Wir waren auf dem Gemeinschaftsstand von Games Baden-Württemberg und dort war auch der Minister vom baden-württembergischen Innenministerium, um dort die Klimabuddy-App, eine CO2-App, als Klimabuddy genannt, zu promoten. Und KR3M hat sich gegen einen Pitch gegen 30 Mitbewerber durchsetzen können und wir haben den Zuschlag bekommen, eine neue Klima-App zur Reduktion von CO2 zu entwickeln und die Nutzer zu sensibilisieren, wie man
damit auch im Alltag CO2 reduzieren kann. Genau, und die App ist downloadbar im iOS und im Google Play Store. Wer von euch hat Payback-App? Damit kann man natürlich viele tolle Punkte sammeln beim Einkaufen. Wir sind seit 2020 Game-Lieferant von Payback und das neueste Game ist der Ponty Run. Und damit könnt ihr ganz toll durch die Landschaft der Partner wie DM, Rewe und Thalia dann durchsurfen und tolle, wertvolle Coupons dann sammeln. Genau, wir können so vieles erzählen, was wir für tolle Sachen machen, aber die Zeit ist begrenzt. Und wenn ihr uns so toll findet und in der Medienbranche mitarbeiten möchtet, wir brauchen dringend Kollegen. Was brauchst du denn, Jan? Ja, ich suche einen technischen Projektmanager für den Playground und oder einen internationalen Projektmanager, weil wie gesagt in Deutschland, Schweiz und Österreich sind wir mittlerweile durch soweit und gehen jetzt Richtung Spanien, Italien, weitere Länder in Westeuropa. Genau, und ich suche Online-Redakteur. So. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Danke euch! Und Testspieler wird glaube ich einen Schaden bieten. Das habe ich schon gesehen. Herzlichen Dank. Ich bin ziemlich beeindruckt von diesem Thema, diesen Spielen, die wir alle kennen, und bin auch verwundert, weil du hast gesagt, Jan, da sollen Leute auf der Seite gehalten werden. Jetzt ist es aber so, es gibt ja kein Medienunternehmen, das nicht euer Spiel in genau gleicher Qualität auf der Seite anbietet. Dann kann ich doch heute bei Spiele online spielen, morgen bei Focus und übermorgen bei der Funke Mediengruppe. Was ist daran dann spezifisch für die Seite interessant? Ja, das hört man oft, das ist ein sogenannter Spillover-Effekt von einem Portal zum anderen. Ist ja was gelernt, Spillover-Effekt. Ist relativ gering und differenziert tun wir den Partner halt auch über unterschiedlichen Content. Mhm. Also unser Doku gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ich will jetzt nicht sagen, bei welcher Medienmarke welche schwere und doch, das interessiert uns. Die Türen sind zu, wir sind im Genau, also wie gesagt, beim Content, gerade bei Kreuzworträtseln, das lebt ja vom Content. Ne? Das ist eigentlich der Hauptunterscheidungs. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, das gefällt mir sehr gut. Wie ist es denn mit der Zielgruppe dieser Spiele? Ist das eher so, ich sag mal, diese Spiele sind alle in der Generation zu Hause, die so eher in 40 ist. Ist das auch die Zielgruppe? Also Zielgruppe sind eigentlich die, die halt suchen. Ne? Also wer man solitär sucht, ist ja unsere Zielgruppe. Ja. Wenn er 20 ist oder 40, ist es eigentlich egal an der Stelle. Aber man kann schon sagen, dass wir Spiele für erwachsene Menschen machen. Okay. Dieses spielerische Element, was jetzt bei PayPal oder bei Payback jetzt eingeführt worden ist, ist das dann sozusagen etwas, was ihr speziell tatsächlich dann programmiert und wirklich eigene Spiele entwickelt? Also seid ihr in der Form auch Spieleentwickler? Auf jeden Fall. Also ich meine, Spiele wie Sudoku, die erfinden wir natürlich nicht neu. Aber die Qualität von Spielen lebt, wie gesagt, nicht nur von der Idee oder dem Grundprinzip, sondern von der Exekutierung. Also wie ist die Oberfläche, das Design und auch der Content selber. Also es gibt schlechte Sudokus und gute Sudokus. Jetzt habe ich ja gesehen, ich dachte immer, unser Ministerpräsident ist derjenige, der uns beibringt, wie man Energie spart in den Videoclips. Jetzt gibt es den, wie heißt der, Klima-Buddy? Der Klima-Buddy. Und seit wann ist der, ich hab schon zum ersten Mal davon, ist der jetzt schon zu haben, kann ich den noch? Genau, der ist normal verfügbar, downloadbar, for free, in den üblichen App Store für iOS und Google-Geräte. Spricht der hinter Ministerpräsident, oder? Ich glaube nicht. Ja, nicht. Das ist doch eine Idee, ja, genau. Ja, Fortsetzung vielleicht, genau, damit der Minister redet. Also ich würde mich zur Verfügung stellen, wenn du so fragen kannst. Das können wir machen. Nein. Ich bin ja aus Berlin, das ist kein Spanier. Ja, aber ja, okay. An der Stelle trinkt er immer nur einen Schluck Wasser, weil es nicht weitergeht. Nochmal zurück zu euch. Entschuldigung für die kleine Einlage. Du hast gesagt, du bist in Berlin zu Hause.
Aber eigentlich arbeitest du am Karlsruher Europaplatz. Wie oft ist es dann, wenn man sozusagen dieses hybride Arbeiten hat, wie oft bist du im Karlsruher Tag tatsächlich? Also ich bin aus meiner Sicht relativ häufig hier. Also im Moment bin ich so 4 bis 6 Wochen da, weil ich es auch möchte. Ne? Aber ich könnte auch 100% aus Berlin arbeiten. Klar, dann natürlich auch Team feiern, das auf jeden Fall. Aber man kann es selber so ein bisschen dosieren. Aber ich mag es eigentlich auch ganz gerne, weil es ist ein schöner Kontrast Berlin. Ein positiver Kontrast. Ein ruhiger, positiver Kontrast. Und dann habe ich gesehen, ihr habt viele andere Standorte. Sind das wirklich Standorte mit Firmen, die dort sind? Oder sind dort Programmiererinnen und Programmierer, die für euch arbeiten? Also, sind auch in unterschiedlichen Bereichen. Also es sind auch die Franziska sind zum Beispiel in Bamberg, die macht Vertrieb. Oder ein Programmierer in Toulouse, der hat sich entschieden, der Liebe nachzugehen. Und die haben sich dann für Toulouse entschieden und warum nicht in Toulouse zu sein. Oder ein anderer hat dann auch, zieht sich zu ihren Eltern zurück nach Erfurt. Also und das funktioniert ganz gut und wir haben alle 3 Monate pro Quartal gibt es eine Feier, eine Teamfeier und dann machen wir auch intensiv Workshop, so Teamworkshop miteinander. In Karlsruhe. In Karlsruhe. Immerhin. Also freut uns sehr, schön, dass ihr bei uns waren und ich finde es viele. Wir werden mal gucken, was ich lese und wie der Schwierigkeitsgrad ist. Das interessiert mich sehr. Hanja, danke euch. Grüße ans Team. Dankeschön. Nachfolgende Menschen das noch brauchen. Ja, liebe Gäste, wir werden uns weiterhin mit Kreativen beschäftigen und zwar mit einem kreativen Duo, das sich ideal ergänzt. Auf der einen Seite die Künstlerin, auf der anderen Seite der Kunstfertiger. Also interdisziplinäres Duo, traditionelle Herstellungsverfahren zur Herstellung von Kunstwerken, Designobjekten und Strukturen, die alltägliches, wo wir einfach sagen, naja, das ist doch, muss doch so aussehen, völlig neu denken mit der künstlerischen Sicht. Und tatsächlich auch zu Objekten umsetzen. Das ist wirklich keine normale Blaupause. Das ist viel mehr. Und ich freue mich sehr, dass das Studio Blaupause jetzt präsentiert. Das ist Julia Federspiel und Marvin Bauch. Eure Bühne, bitte. Und hier sieht man schon ein Werk von mir. Also ich setze mich damit auseinander, wo stehen wir eigentlich mit der Kunst? Sind wir schon virtuell oder nicht? Ich befinde mich gerade beim Übergang. Ich möchte gerne zum Beispiel mit der VR-Brille Kunstwerke gestalten und sie dann übertragen und sie dann ausdrucken, so dass sie mitunter gedruckte Elemente haben und gedrechselte Elemente. Oder dann erweitert mit zum Beispiel mit einem Stahlraum. Hier sieht man zum Beispiel, wie das in der staatlichen Galerie in Karlsruhe zu sehen war. Und ich bearbeite sie gerne nach und bemale sie und gestalte sie gerne. Für mich ist wichtig, einen Menschen im Fokus zu haben oder ein menschenähnliches Objekt, was dann irgendwie verzerrt, surreal gestaltet ist, irgendwie zwischen Schweben und Nicht-Schweben, weil im virtuellen Raum ja gar keine Schwerkraft existiert. Und ich finde es interessant, dieses Spiel zwischen ist es virtuell oder doch nicht. Ein weiteres zum Beispiel Werk ist zum Beispiel hier dieses Croissant, hier sieht man auch vollkommen gedruckt. Und ich finde es sehr interessant, dass es einfach so hervorsteht von der Wand. Und ich habe dann so diese surreale und reale irgendwie Gestaltung, wie zum Beispiel mit der Paintbrush nachbearbeitet, sodass die Optik mir im Croissant mehr erinnert. Ich habe dafür das Croissant eingescannt. Und einscannen, das heißt ja schon ziemlich viel technischer Aufwand und da brauche ich natürlich Hilfe oder habe ich meinen technischen Kumpel hier. Genau, ich habe einen entsprechenden technischen Hintergrund, Informatiker und Maschinenbauer und wir kennen uns schon sehr lange, wir haben schon seit Jahren versucht, den gemeinsamen Projekt zu machen. Und ich selber bin kein Künstler, sondern ich bin jetzt in der Kunstfertigung aktiv. Man sieht jetzt hier links zum Beispiel ein Kunstwerk von einer anderen Künstlerin, also als Auftrag.
man kann die größten Verhältnisse kann man ungefähr abschätzen, weil man weiß, was eine Europalette ist. Das ist also wirklich 4 Meter hoch, diese Bombe. Interessant zu erwähnen ist, dass die Künstlerin es aus Papier gefaltet hat, dann haben wir es eingescannt und dann dreidimensional ausgedruckt und ein bisschen Reihe hat es ganz angefertigt. Wir sind in dem Fall sehr also wieder die Form fertig, hier der reine Formteil. Und hier sieht man jetzt gerade den Guss eines Teils, also auch die Mutter natürlich nicht komplett gekostet, das war irgendwie 120 Kilo oder so. Das heißt, wir haben eine Kooperation mit einer Gießerei, die das dann professionell in großem Maßstab anfertigt. Weil im Atelier, wo wir uns gerade befinden, im alten Schlachthof hier in der Nähe, Atelier 18, kann man es natürlich nicht machen. Ja, das ist so, das ist das Bindeglied von mir zur Kunst. Ich mache auch rein technische Dinge, gerade um den 3D-Druck. Also diese Nahaufnahme von so einem Drucker, so ein Düser, Kunststoff exportiert. Das ist jetzt hier ein Multimaterialdruck mit 5 Materialien. Diese Drucker gibt es ja fertig zu kaufen, aber es ist alles noch am Starten und funktioniert nicht zuverlässig. Und ich selber habe mich dann zum Beispiel angesetzt und ein Modul entwickelt, das sieht man jetzt hier, was hier so reinfährt, das ist alles eine Eigenentwicklung mit Steuerung und Programmierung an und dran, wo das Filament eben so abschneidet, damit die Zuverlässigkeit von diesem Gerät erhöht wird. Das kommt ja dann wieder unserer Produktion zugute. Also ich würde sagen, das ergänzt sich da schon ganz gut. Jetzt kommt gleich das bestimmte Filament raus. Ja, so einfach mal ein Einblick. Und das habe ich weiterentwickelt. Dieses Schneidmodul ist heute ein eigenes Modul. Steuerung, alles kommt da drin. Das ist mal so ein Peak, so was so rauskommt. Ja. So, what? Also wir haben hier einmal Kunst und Technik, aber hier auch virtuelles Gestalten mit VR und auch Nachbearbeitung. Also wir ergänzen uns super in Form von virtueller Nachbearbeitung oder Vorbereitung, Scannen und auch Gießen und Kooperation. Technik, es gibt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Aber wir hatten natürlich am Anfang so, als wir ins Atelier eingezogen sind, so, es ist ziemlich dunkel, irgendwie so Anfangsschwierigkeiten, wenn man irgendwo hinzieht, dunkel, vielleicht kann man das irgendwie ändern. Und da haben wir uns gedacht, so, vielleicht irgendwie können wir unserem Design-Ensemble vielleicht irgendetwas erweitern. Und dann kam auf die Idee, das habe ich natürlich gestaltet, dieses Video. Haben uns entschieden, eine Lampe zu designen. Das ist eine Röhre, die mit LEDs, die man aneinander reihen kann. Und einfach ganz simpel. Und das produzieren wir auch in unserem Blaupause-Studio. Genau, man sieht jetzt hier 2 aneinander gehängt, werden also modular gestaltet. Das ist jetzt alles in 2 Prototypen. Also, wie gesagt, wir sind erst seit 3 Monaten dabei und quasi noch in einer Prä-Start-Phase. Also, ihr könnt live erleben, wie es so ist, wie ein vielleicht irgendwie interessantes Unternehmen sich entwickeln könnte. Produkte überhaupt erst zu entwickeln. Das ist aber nur eins davon. Ja. Wir hatten noch andere Ideen, zum Beispiel. Was ist das eigentlich, kann man sich fragen. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, so Blumentöpfe kennt man ja, aber irgendwie, wie wäre es interessant, etwas zu drucken und irgendwie neu zu gestalten. Und dann haben wir gedacht, so vielleicht Blumentöpfe irgendwie, also quasi wassergefüllte Aquarien, wo man dann Pflanzen züchten kann und die Elemente sind dann 3D gedruckt. Das war auch interessant. Das hat sich auch weiterentwickelt zu weiteren Aquarien, die dann auch in der Horizontale liegen, mit Halter, mit Kooperation mit Gießerei. Also später wieder alles zusammen. Und diese Produkte möchten wir Pop-Up-Store dann präsentieren. Also im Endeffekt ist es gar nicht die offizielle Präsentation hier, sondern das ist alles dann fertig im November am 17.11. Die Webseite und dann dran, da sind auch wir vor Ort und da kann man dann alles fertig begutachten von Lampe über Aquarien, aber auch Teile, die wir noch nicht veröffentlicht haben, zum Beispiel Schuhe, die sie designt hat und noch eine andere Aquarienart mit Schalrahmen. Also so gesehen könnt ihr euch wirklich gefasst machen, was für interessante Ideen vielleicht aus dem Atelier irgendwie herausbilden können. Also wir sind bereit, irgendwie verschiedene Sachen irgendwie so auszuprobieren und vor allem im Bereich 3D-Druck scannen und eben auch im virtuellen Raum und Sachen vielleicht neu gestalten. Also das habe ich zum Beispiel mit der VR-Brille. Das ist ein Video und ich denke, es passend zur Aquarium. Mal gucken, ob das vielleicht in voller Länge Pop-Ups zum Animieren. Dann muss ich auch so ein bisschen vorstellen können, so ein bisschen so kann auch der virtuelle Raum aussehen. Man gestaltet etwas und dann filmt man mit der Kamera. Genau. Also diese Übergänge sind recht fließend zwischen realem, virtuellem Handwerk, digitalem, CAD-Design und diese ganzen Möglichkeiten kanalisieren sich quasi in dieser Designmarke, die in Pop-Up
Ich danke euch recht herzlich für diese Präsentation und ich habe mir das ist Martin. Hört man mich? Hört man mich? Ja, total. Also. Wir könnten auch denjenigen, der schon diese Mikrofon mehr haben, geben, aber. Ja. Gehört dann zum Kunstprozess eben auch noch dieser Zwischenschritt dazu? Ich finde, gerade wenn irgendwelche neue Techniken entwickelt werden, dann möchte man nur die Technik, da ist der Fokus nur auf die Technik und ich möchte gern, dass der 3D-Drucker mein Werkzeug sein wird. So wie man irgendwie, wenn man Holz bearbeitet, dann nimmt man ja auch das Schnitzwerkzeug einfach nur als Werkzeug und es soll einfach nur fungieren, um meine Vision in die Realität umzusetzen. Aber in der Umsetzung dann eben auch noch, und das finde ich so spannend, also dieser Aluminiumguss, das war schon ein relativ großer Guss, den ihr da gemacht habt, also am Ende auch noch das Handwerkliche, also das Kunst, den Kunstfertiger dabei zu haben. Genau, weil ich könnte mich auch entscheiden, weil die meisten Werke virtuell gestaltet worden sind, einfach virtuell zu lassen. Aber ich finde es wichtig, dass es einfach in der Realität umgesetzt wird, weil man sieht zum Beispiel beim Druck, dass nicht alle Teile besonders gut passen und da muss man schon irgendwie schmelzen und herausfinden und einfach eine Ästhetik daraus irgendwie ableiten. Und es ist auch wichtig, weil dann zum Beispiel auch andere Künstler dann ihn ansprechen könnte als ja, und in der Betrachtung geht es mir so, ich weiß nicht, wie es Ihnen an euch geht, dass wenn man dann ein Kunstwerk sieht, das rein aus dem 3D-Drucker kommt, entweder ist es zu glatt und kommt mir unpersönlich vor, also ich sehe die Idee sehr schnell umgesetzt, aber ich sehe sie nicht nochmal gefertigt. Also es fehlt mir so diese besondere Nuance, also das als Rückmeldung auch, warum ich das sehr spannend finde, das zusammenzubringen. Eine zweite Frage ist, auf der einen Seite ist es die Kunst, auf der anderen Seite geht es aber auch schon um Produkt und Design. Man hat die Idee, diesen Druck zu machen. Oft bleibt man ja in der Kunstproduktion. Die Idee kam schon vor mehreren Jahren, diese Sakrale eines Wettbewerbs, wo eben ein Wettbewerb wurde ausgeschrieben für Blumentöpfe. Das ist übrigens ein Partikur im Studentenwohnheim entstanden. Genau, das ist schon vor 5 Jahren. Das hat das sehr, sehr abenteuerlich angefangen. Ja. Und dann wurden eben ganz viele Blumentöpfe eingereicht und jetzt nichts gegen verschiedene Blumentopfdesigns, aber es hat dieses speziell gefehlt. Und dann haben wir eben so ein bisschen gedacht, Wasser fanden die Kunst so zu kurz. Alle Leute stellen nur Aeropflanzen da in die Luftatmung auf. Dann machen wir mal einen Blumentopf für Wasser. Das ist auch eine ganz andere Atmosphäre, wenn man wirklich so ein wassergefülltes Behälter irgendwie im Raum hat. Man hat dann einen ganz anderen Zug dazu. Also diese Säule, die man gesehen hat, waren wirklich 2 Meter hoch. Und dann muss man natürlich auch das berechnen, das ist nicht so einfach ein Blumentopf. Also das muss die Drücke aushalten, man muss eine Pumpe reinziehen, auf die Seite, das ist schon auch Engineering dabei sozusagen. Also hat mir sehr gut gefallen, vor allem weil es auch räumlich, also sowohl die Lampe als auch diese Blumen Ampel, diese besondere passt natürlich auch in die Atmosphäre hier dieses Schlachthofes. Also es hat auch so ein bisschen diese Ästhetik. Ja, das ist cool. Ihr seid ganz bewusst hier, die sind auch mal dran gedacht, jenseits des Pop-Up-Stores zu sagen, man kann zu euch ins Atelier kommen und dann auch Design erwerben. Also so oder so kann man uns gerne besuchen gehen, also wir sind ja im Atelier 18, aber es gibt sogar jetzt diese kunsthistorischen Führungen, die von einer Kunsthistorikerin geleitet wird und die kommen uns regelmäßig besuchen, vorwiegend natürlich wegen dem Gebäude, aber die wollen einfach sehen, wie das Gebäude umgestaltet worden ist und das finde ich auch interessant, dass wir auch immer wieder mal bereit sind, uns zu präsentieren und auch die Fortschritte zu zeigen, auch wenn es nur gering ist, wenn wir gerade neu sind. Also wir stehen grundsätzlich auf jeden Fall. Und ihr seid inzwischen der Produktion.
Man kann ab dem 17. November also Dinge dann tatsächlich auch sehen. Ist das Stress jetzt gerade? Ist es Stress ein bisschen gerade? Oder wie? Ja, also Tag und Nacht produziert. Verschiedene Bereiche irgendwie umgesetzt werden müssen, weil zum Beispiel auch beim, was jetzt nicht zu sehen war, beim High Heel muss man auch gucken, die Statik, die Bequemlichkeit und auch das Design und dann auch bei dem Aquarium, dass es fest, dass es sicher ist. Ja, also es geht da verschiedene Aspekte betrachtet. Also sehr spannend. 17. November Pop-Up Store im Regierungs- und die Marke heißt übrigens, die heißt Knuschi. Ja. Genau, aber das ist, da gibt es noch keine Website und das ist aber auch die, die man beachten muss. Was gibt eine Erklärung, warum die Marke Knuschi heißt? Also die Blaupause ist ja der Ort des Entstehens, ja, da wo wir einfach wirken. Und daraus herausgeleitet, unsere Designmarke ist ja dann Knuschi. Also das Aquarium, der High Heel. Außerhalb davon bin ich ja noch existent als Künstlerin, das heißt, wie der Fliegerspiel. Und außerhalb davon ist ja Marvin Bauer als Kunstfertiger. Also Kunstfertiger, Künstler, ja. Atelier und Pop-Up Store. Also wir hatten vier unterschiedliche kreative Ideen jetzt auf der Bühne. Ich danke euch beiden, hat viel Spaß gemacht. So, das Mikrofon ist zerstört, ein neues ist da und wir kommen zu einer Künstlerin, die ich persönlich schon erlebt habe, und zwar auf einer Bühne, auf der Hip-Hop und Rap Tradition hat. Das ist die Feldbühne auf dem Festen der Hühnerklotzanlage. Sie hat angefangen, das Ganze online zu machen, im kleinen Kreis, und ihre Vibes, die sie einsetzt, sind so ein bisschen in der Szene eigentlich oldschool. Aber sie erzählt es so überzeugend und so persönlich, dass sie inzwischen zehntausende Follower hat auf Instagram. Sie ist eigentlich eine Newcomerin, aber ich finde, sie hat sich schon super etabliert und ich freue mich sehr, dass sie heute Abend bei uns ist. Über den Namen haben wir uns vorweg unterhalten. Ich hätte ihn Spanisch ausgesprochen, Miguera. Sie sagte aber, es ist doch Rap und Hip-Hop, Miguera. Also, Bühne frei für Miguera! Was geht ab, Karlsruhe? Dankeschön, Victor. Erstmal Applaus an Victor! Yeah, manche Dinge brauchen Zeit, doch das hier ist wichtig, kein Spaß, kein
Doch darum geht es nicht. Steh wieder auf, versteh die Tränen vom Gesicht. Richte deine Krone und steh zu dir selbst. Es ist wichtig, dass du deine Liebe behältst. Verteile sie in der Welt und schrei es raus. Die Message zu seinem gebundenen Blumenstrauß. Gieße sie mit Liebe, denn Worte haben Macht. Also wende deine Worte, bitte immer mit mir dank. Wir machen viele kleine Schritte, alle zusammen. Dies kann uns stoppen, wir ziehen an einem Strang. Mensch ist Mensch, wir sind bunt, wir sind laut. Egal woher du kommst und alle die Farbe deiner Haut. Egal an wen du glaubst, mir gehört deine Liebe. Mensch ist Mensch, Liebe wird uns besiegen. Egal an wen du glaubst, mir gehört deine Liebe. Mensch ist Mensch, Liebe wird uns besiegen. Das war sehr cool. Dankeschön.
Ja, was mich interessiert, das ist ja ein vollumfängliches Kunstwerk. Du brauchst die Vibes, du brauchst den Rhythmus, du brauchst den Text. Bist du eine One-Woman-Show? Machst du alles selbst? Yes, sir. Yes, sir. Na, also, und dann hast du das auf Instagram. Ich habe mir das mal angeschaut. Wie viel sind es inzwischen? Kommst du noch nach beim Zählen? Also, ich schaue nicht jeden Tag rein, aber ich habe um die 50. 50.000 Follower. Und Follower. Ne? Und das ist ja Musik. Das wollen ja mal so reingeworfen, Old School Vibes, da gibt es ja so ein paar, ja, da gibt es ja so ein paar Göttinnen aus dieser Zeit. Gibt es da ein Vorbild für dich? Ich erinnere mich an Sugar Hill Gang, das war so ein Name, der mir noch einfällt. Gibt es bei dir so Vorbilder aus dieser Zeit? Also ich höre sehr gerne Old School, ich glaube daraus habe ich auch meine Inspiration hergeschaffen. Zum Beispiel von früher noch die ganze Dr. Dre, Oldschool-Schiene, auch mit Eminem ein bisschen. Auch Cypress Hill, Sugar Hill Gang. Ja, genau. Jetzt aus dem Schneeberg ist es immer so, ne, versucht da mal ein paar Künstler zu lernen. Ja, das war schon sehr gut. Und du feierst Karlsruhe, so, das gefällt mir gut. Du kommst dir unglaublich gut an, hast auch eine Szene, du hast eine Bühne, wo du auftreten kannst. Kommst aber gebürtig eigentlich aus Bremerhaven, wenn ich es richtig weiß. Oder? Das ist korrekt, ja. Du feierst Karlsruhe total, also fühlst dich wohl. Na klar, ich habe nur kurz gute Vibes gespürt. Kommt jemand auch aus dem Norden? Ja? Großer Protest. Aber ganz ernsthaft, weil wir wollen ja über Zukunftschancen reden, über Märkte, über Anerkennung in der Heimat. Es gibt hier viele Möglichkeiten über den Jugendstadtjugendausschuss beim Fest, die Rap- und Hip-Hop-Bühne. Wie wichtig ist das auch wirklich, dann diese Anerkennung zu finden für eine Künstlerin? Ich würde sagen, es ist schon sehr wichtig, je nachdem, an welchem Punkt man steht. Zuallererst sollte man natürlich die Musik machen, weil es einem selber gefällt und weil man selber irgendwie, man möchte etwas kreieren. Und dieses Gefühl, das man danach hat, nachdem man seine Worte irgendwie melodisch verpacken konnte, das ist halt richtig, richtig gut. Und ich finde, solche Möglichkeiten, die einem das Jugendfest, KMI geben, das Fest, das ist schon richtig cool. Und du hast auch vor allem geschafft, Good Vibes, also Party, aber vor allem auch Inhalte. Der erste Song war unglaublich geprägt von Toleranz, Anerkennung, passt aufeinander auf, schaut nicht auf die Hautfarbe, schaut auf den Menschen. Also wie viel drückst du damit aus und ist das für dich die beste Möglichkeit, überhaupt deine Gefühle auszudrücken? Unter anderem, ja. Vor allem ist es mir wichtig, da ich auch eine Frau bin und Frauen im Rap-Game ist halt auch immer so ein Ding. Und deswegen mache ich einfach dieses Ding. Und wer das nicht checkt, da ist die Tür. Oder wie stand es so schön? Ein Video habe ich mir angeschaut und da stand drunter, endlich mal eine Hammerfrau im Rap-Business. Was? Ja? Wer hat das geschrieben? Weiß ich nicht, aber finde ich ein super Kompliment, oder? Also, das teilen wir, oder? Das war ein schönes Kompliment. Dankeschön. Mika, jetzt haben wir dich hier heute live erlebt, wie gesagt, Festbühne unterwegs. Was sind die nächsten Schritte? Was können wir von dir erwarten? Was hast du vor? Also, die Songs, die ihr jetzt heute gehört habt, die habe ich vor kurzem recorded. Das heißt, sie sind Aufnahmen fertig, beim Producer ins Master alles fertig gemacht. Nächste Schritte wären jetzt Musikvideos. Denn ich denke, durch Musikvideos kann man sich nochmal visuell einfach darstellen. Und ja, da bin ich gerade am Schauen, was es für Möglichkeiten gibt. Denn wie gesagt, ich habe das meiste solo durchgezogen. Und ich selber kenne mich gar nicht mit Videografie aus oder ja, mit Musikvideos. Deswegen kenne ich da noch niemanden. Das wäre natürlich toll, ne? Aber es ist doch die große Vernetzungsplattform. Was ist das denn? Ja, die anderen sind wahrscheinlich da. Am Schlachthof gibt es auch das Filmhaus. Da sind gute, coole, junge Filmer, Filmerinnen. Also ich glaube, vernetzen kann man sich hier gut. McGarrah, wir werden dich weiter beobachten. Ich folge dir jetzt auf Instagram. 50.000 und ein Followerinnen Follower hast du. Und vielen Dank. Das kam sehr von Herzen. Hat mir sehr gut gefallen. Und wir haben unseren Gästen auch. Dankeschön. Eine Stadt wird nur lebenswert mit kreativen Menschen und mit Menschen, die das Kreative auch nach außen tragen. Und jetzt kommt ein jung ist er nicht mehr, so halb jung, aber ein Mann zu mir, den ich bewundere für seine Kunst.
denn man sieht seine Kunst immer wieder im öffentlichen Raum. Anfangs hat er nur eine Sprühdose gehabt und eine kleinere Wand besprüht. Später hat er über fantastische Bilder und über eine fantastische Handschrift menschliche Körper wie ein Schattentheater auf riesige Hauswände gebracht. Übrigens auch jetzt ganz aktuell wieder in Karlsruhe, aber nicht nur da, sondern Deutschland, ja weltweit. Er ist einer derjenigen, die ja, die Pioniere der Street Art sind, und er ist in Karlsruhe zu Hause und auch in Karlsruhe Gott sei Dank noch aktiv. Bühne frei für Dome! Liebes Publikum, mein Name ist Christian Krämer, ich bin Jahre alt und lebe hier ganz in der Nähe, hier im Osten der Stadt, und betreibe ein kleines Atelier im Westen, also in der Gamberger Straße. Unter dem Namen, unter dem Pseudonym Dome, mache ich da meine Bilder, Zeichnungen, bereite Hände vor und male eben lange noch Skulpturen. Jetzt werden sich viele fragen, ja, warum arbeitet er unter einem Pseudonym, hat er was zu verbergen? Als Graffiti-Kunst in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, sich in New York entwickelt hatte, haben die Künstler das meistens illegal gemacht. Also sie haben nachts auf Zügen oder an Haltestellen ihre Tag hinterlassen, man kennt Tags aus der Stadt, die sind nicht immer sehr beliebt. Und als ich mich dann 94 dafür entschieden habe, eben diese Kunstrichtung zu gehen, habe ich anfangs auch Schriftzüge entwickelt, gemalt und auf Wände gespult. Die waren aber nicht so gut, die zeige ich heute auch nicht. Ich bin auch kein Tagger, ich habe mir ein Logo entwickelt, weil ich habe einfach keine schöne Schrift. Und deswegen hat sich das jetzt so entwickelt. Und ich zeige jetzt mal ein paar Bilder in der Abfolge. Das war zusammen mit einem Künstler zusammen, Kian aus München. Der hat hier in Karlsruhe studiert an der Kunstakademie. War auch Meisterschüler, von welchem Professor weiß ich tatsächlich jetzt nicht mehr. Und man hat in der Graffiti-Kunst war es so bis zu den 2003er, 2005er Jahre üblich, dass Künstler sich zusammengetan haben. Hier waren es jetzt drei in Spanien, der Münchner und ich habe die Figur gemacht. Und das hat sich so ja, von den 95er, da habe ich angefangen zu malen, zu sprühen, hat man immer wieder Bilder zusammen gestaltet. 2003 gab es dann eine. Ja, das ist jetzt mal so eine Entwicklung in der Graffiti-Szene, da haben viele Charaktermaler, also wir haben uns nicht Street-Art-Künstler genannt, sondern Charaktermaler. Wir waren tatsächlich eher Ballwerk für die Graffiti-Styles. Das Bild kennen vielleicht einige, das ist in der Zelberstraße hier in Karlsruhe. Das ist auch so im Zeitraum 2006 entstanden. Und da war eben 2005, 2006 habe ich mich dann auch so ein bisschen getrennt von den Graffiti-Künstlern und habe meine eigenen Projekte versucht umzusetzen. Das war ein Bild in Barcelona, da wurde man auch immer wieder eingeladen, um an anderen Orten eben seine Bilder zu gestalten. Und es gibt dann immer so Künstlertreffen. Also da kamen immer so 10, 15 Künstler zusammen und haben dann eigene Projekte gemacht oder auch Gemeinschaftsarbeiten. Das war jetzt eben so ein Stil von mir, der hat sich bis zwischen 2003 und 2010 inspiriert von französischen Comicmalern oder italienischen Comicmalern. Habe ich eben in diesem Stil gearbeitet. Und 2011 gab es dann für mich einen Bruch. Also ich war gelangweilt von meiner eigenen Kunst und habe gedacht, so, da muss ich jetzt irgendwas ändern. Und ich habe dann jetzt im folgenden Film, sieht man eine Bilder aneinander rein, ein herzliches Dankeschön an das Film und Karlsruhe für den Zusammenschnitt. Ich versuche da auch ein bisschen was zu kommentieren. Genau, also der Bruch war immens. Die Farben sind sehr reduziert auf Schwarz-Weiß. Vom Schattentheater inspiriert, deswegen ist diese Hautfarbe auch schwarz. Wollte ich damit ein bisschen experimentieren und habe mich da eigentlich auch ganz wohl gefühlt. Das ging dann bis 2020. Da gab es dann nochmal einen Bruch. Den zeige ich dann in so einem kleinen Filmchen. Genau, hier sind verschiedene Wandproduktionen dargestellt. Es geht ein bisschen zügig durch die Bilder durch. Das war in Polen, in Warschau 2013. Bin ich da eingeladen worden und diese Wand zu gestalten. Das habe ich dann in ich glaube, 8 Tagen bis hier entstanden oder 7 Tagen. Und alles immer noch reduziert auf dieses Schwarz-Weiß, ein bisschen beige-Töne auch. Also, die Wand war eben beige. Das war ein Bild in Miami, in der Art Basel Miami. Das
größte Kunstfestival, vielleicht kennt ihr es einen von Ihnen. Das ist ein Ableger von Art Basel in Schweiz. Ist aber viel größer als das im Schweizer Basler Land. Kleine Skulpturen sind hier auch zu sehen, sind Papierskulpturen. Also ich arbeite eigentlich zwischen Skulpturen, Leinwandmalerei und Wandmalerei. Wechselt sich das als immer. Das war eine Wand in Griechenland. Das ist eine Vorarbeit für eine Wand in Tunesien, einem kleinen Dorf, hier wieder Miami, ein paar später. Und man sieht, das ist alles eben in diesem schwarz-weiß reduzierten Stil entstanden. Ein paar Projekte waren für Pirelli tatsächlich. Wieder die Kocher in Mailand dabei. Weiß ich gar nicht mehr, wo es entstanden ist. Dieses Bild kennt vielleicht auch einige Karlsruher, das ist an der Alp. Am Endenfang, da war dieses Gedicht von einem Grafikstudio aufgetragen, 8 Jahre bevor ich meinen Teil hinzugefügt hatte, also die Schiffchen und die Hände. Da war Innendesign in der Galerie in Mannheim. Da hatte ich Bilder ausgestellt und dann gab es auch noch die Idee, dazu zu machen. Das war jetzt, glaube ich, 2015, 16, da wurde es dann schon wieder ein bisschen farbiger, also Blattgold, Brauntöne, Beige-Töne habe ich dann schon wieder eingearbeitet. Und das war so das Vorzeichen für den Bruch, der dann 2020 kam. Genau, also das war jetzt auch eine Leinwandarbeit, die ich in meinem Atelier habe. Jetzt spiele ich noch den letzten Film ab, der geht nämlich eine Minute. Wieder ein Bruch, also ich habe die schwarze Hautfarbe beibehalten, weil ich doch sehr markant finde, das hat einen Wiedererkennungswert. Es wurde wieder farbig, Mitte 2020, Ende 2020, also in der Pandemie. Ich weiß nicht, vielleicht war das so ein Auslöser, wieder ein bisschen fröhlicher zu arbeiten. Das kann sein, das weiß ich nicht, muss man mal psychologisch darauf arbeiten. Eine Wandproduktion in der Stadt, in der Autarenstraße 68, also man muss da in den Hinterhof rein, dann entdeckt man das sechsstöckige Gebäude. Eine Frau von einer Schauspielerin aus Karlsruhe, die wir spielen, vielleicht kennen die manche, der macht AD- und ZDF-Produktionen auch. Und das ist jetzt eine Wand, die ist in Konstanz entstanden, an der Marktstätte tatsächlich. Das Bild musste ich restaurieren, weil zunächst habe ich das aufgepastet, also als Papierarbeit. Die ist auch abgefallen und wir haben es wieder abgenommen. Quasi fast komplett neu aufgebaut mit Studiosen und Schatten. Genau. Das ist von Oliver Langwitz, die Frau, die Schauspielerin Nadine Knoboch gewesen. Die hat für ein Projekt quasi Modell gestanden. Das wird aber erstmal kommen, das Bild ist noch nicht fertig. Und in Zukunft wird vielleicht noch ein bisschen was anderes noch dazu kommen. Genau. Danke, Christian. Sehr beeindruckend und was mich besonders freut, wie offen du umgegangen bist mit deinem Stilwechsel, weil ich kenne viele, also beim Terminal Entertainment ist ja diese sehr bunte, grünliche Arbeit wirklich auch in diesen Comic-Zeichnern orientiert und dann diese Farbe weg. Und jetzt wieder Farbe rein. Beschreib mal so einen Prozess, weil du warst ja erfolgreich mit der ersten Art von Arbeiten. Wie kommt es zu so einem Selbstbruch sozusagen? Also ich mache das jetzt seit 94, also 28 Jahre, fast 28 Jahre. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass man so alle 9, 10 Jahre kommt ein Bruch. Wahrscheinlich ist das so, wie ich schon erwähnt hatte, man langweilt sich über die eigenen Bilder. Ja, wir sind die so gut. Ja, warum hat sich das so reduziert? Ich wollte einfach was Neues ausprobieren und tatsächlich hatte ich Tuschezeichnungen vorbereitet für die anderen Bilder, um wirklich Farbwerte, Tonwerte zu erörtern. Ne? Wo es was Dunkles und was Helles ist, dann fand ich die Schwarz-Weiß-Tuschezeichnungen interessanter und dann habe ich gesagt, ach, ich reduziere das jetzt mal eine gewisse Zeit, dass es dann 8 Jahre wurden, das wusste ich natürlich nicht geplant. Aber es hat sich dann schon angekündigt, man will da ein bisschen Farbe reinbringen, Beige-Töne, Blattgold und damit ein bisschen experimentiert. Und es gab davor auch nochmal ein Buch, nämlich die Zeit von 94 bis, was war das, 2003, 2002.
Das war eher wirklich Graffiti und so Schriftzüge machen und immer so ein Beiwerk mit Figuren und da würde ich mich dann tatsächlich nur auf die Figuren konzentrieren. Was ja spannend ist, ist dein XXL-Format, was du dein ganzes Haus hältst. Angefangen hast du wahrscheinlich, du hast gesagt, mit dem Tag, dann wurde es ein bisschen größer. Das ist ja auch technisch ein unglaublicher Aufwand. Hast du das am Anfang überhaupt voll über Geheimnisse gesprayt? Gab es auch mal so ein riesiges Werk, wo du gesagt hast, das machen wir jetzt wirklich als spezielle Überraschung? Wie hat das angefangen? Nee, das funktioniert schon nicht. Also wie du schon sagtest, man malt erstmal kleine Bilder für das Schutzzüge. Ein kleines da relativ, weil so eine Wand hat dann doch 2 Meter Höhe, 4 Meter Breite. Und man arbeitet sich dann immer so stufenweise lang, mal ein bisschen größer zu arbeiten, die Figuren werden größer, vielleicht auch mal ein riesiges Gesicht statt die ganze Figur. Und da kommt man dann, kriegt man schon so ein Gefühl, wie man vielleicht eine große Fassade sich erarbeitet. Und im Endeffekt ist es wie alte Meister. Ich mache eine Zeichnung, jetzt digitale Zeichnung oder eine Mischung aus Bleistift. Das wollte ich fragen, jetzt auch digital schon. Ja, auch ein bisschen. Also ich habe so ein Vakuumboard und dann gezeichnet und mische dann aber auch eine Bleistiftzeichnung mit rein. Oder macht es ganz klassisch, also das kennt vielleicht jemand noch aus der Schule, man legt ein Gitter über die Zeichnung und dann mache ich zumindest an der Wand mache ich nochmal Quadratmeter Striche, ne? Ich messe es wirklich aus mit dem Zollstock und dann kannst du ganz klassisch auftragen. Oder wenn die Möglichkeiten vor Ort gegeben sind, mit dem Beamer die Linien aufziehen, spart 2 Tage Arbeit. Du bist seit 94 am Start. Wann? Du hast wahrscheinlich auch diese Phase mitbekommen, wann von den bösen Sprayern, wo man gesagt hat, um Gottes Willen, kostet 50.000 Mark Strafe und was da so alles im Umlauf war, da gab es ja Kampagnen, Plakatkampagnen gegen Graffiti und Street Art. Und plötzlich kriegt man Aufträge und die offizielle Kunstmesse lädt einen an. Wann kam der Bruch? Das muss ja in dieser Phase gewesen sein, zwischen 94 und heute, wann war der Bruch? Also ich glaube, als ich die Figuren mal so ein bisschen nicht gelöst, man muss dieses Street Art und Graffiti, das ist aus einem Ding, wir haben das selbst nie so definiert, dass wir jetzt Street Art Künstler sind, sondern das kam immer von außen, so eine Bezeichnung. Ne? Hört sich natürlich auch besser an, Graffiti ist mit illegalen Hintergrundgedanken gelegt und Street Art ist was Neues. Im Endeffekt passiert aber das Gleiche. Die einen konzentrieren sich auf Schriftzüge, die anderen auf Bildinhalt, sozialkritisch oder einfach eine ästhetische Mauer. Also ich meine, dass das dann irgendwann so 2005, 2006, 2007 hat sich das dann so geändert. Die Bilder wurden vielleicht auch inhaltlich wertvoller, malerisch wertvoller. Banksy kam auf die Bühne, der hat sehr viel dazu beigetragen. Sehr gute, also der Malstil ist sehr reduziert und einfach, aber der Bildinhalt, der spielt. Und das ist wirklich gute Street Art, wenn sich um die Umwelt aufgreift. Ja, passiert nicht oft oder nicht in dem Stil, wie es Banksy macht. Man hat eine Fotomöglichkeit, man hat eine Rattigkeit und dann einen Text oder eine kleine Ratte, die er dazu malt. Und der Kontext, der funktioniert dann. Und Karlsruhe hat eine Begeisterung entdeckt für das Thema Street Art, also Expo-Station, wenn es gesehen hat. Auf dem jetzt ja ehemaligen C-Area war schon beeindruckend. Hat sich immer verändert, du warst dann auch am Ende noch dabei mit dem Band. Ja. Also das ist auch eine fantastische Auseinandersetzung und viele Künstler kommen zusammen. Wo sieht man ganz konkret was von dir? Augartenstraße. Sehr interessant für die Wohnungsbaugesellschaften, die man Strafzettel geschickt, wenn du jemanden besprüht hättest. Jetzt wird aber Auftrag offiziell. Das ist zum Jubiläum entstanden. Genau, zum 100-jährigen Jubiläum von der Genossenschaft für Wohnungsbau 1921. Das ist eine Eisenbahngenossenschaft und die hatten dann eine Ausstellung von mir gesehen, ein Jahr zuvor, 2020. Und sind auf mich zugekommen und gemeint, sie hätten da ein Projekt, eine Wand, vielleicht auch mehrere Wände. Es soll eigentlich auch größer werden, als es jetzt geworden ist. Es ist eine Wand quasi und ein Garagenabgang, den habe ich jetzt in den Bildern nicht dabei. Im Endeffekt ist das Gesamtkünstler 2 große Wände, also 6 Stockwerke hoch und 4 Garagenabgänge. Und das Ganze zusammen gibt dann immer ein Gesamtkünstler. In der Augartenstraße muss ich gucken und 68. Man muss wirklich vor der 68 stehen, da gibt es einen Torbogen und dann kann man so nach innen in den Hof reingehen. Da ist morgen die Hölle los. Ist was gut. Ich persönlich wünsche mir viel mehr dieser Kunstwerke an den Wänden in der Stadt und ich glaube, du nimmst einen großen Applaus mit für die ganze Szene und deine Kunst. Danke dir, Christian.
zum nächsten Thema. Das lernt man ja im Moderationsseminar. Bauen Sie schöne Brücken, will ich gar nicht bauen. Von Street Art zu Maßschuhen gibt es keine logische Brücke. Na, ja, vielleicht gibt es doch eine, denn wir haben vorhin ja schon was von Schuhen gehört bei unserer kreativen Truppe, bei dem Studio Blaupause. Da sollen ja High Heels gemacht werden. Die müssen genauso konstruiert werden, damit man nicht umknickt. Und Ben, der jetzt zu uns kommt, der macht Maßschuhe. Ich verbinde mit Maßschuhen ja immer, auf der Kreuzfahrt ist ein Herr, der einem Lederschuhe anpasst und die kosten irgendwie 2000 Euro, aber nein, er macht es unkompliziert. Er macht es mit offenem Blick und er ist richtig erfolgreich mit tollem Leder und das auch noch hier in Karlsruhe bei uns, im alten Schlachthof, in der Großmarkthalle. Originelle Maßschuhe von Benjamin Biko. Deine Bühne, Ben. Guten Abend. So, wollt ihr wissen, was überhaupt hinter dieser originellen Maßschuhe versteckt ist? Ja. Ja. Gut. Also, ich sehe mich dann so hin, weil vorhin ist meine Hose richtig schön gerissen. So, genau, ich war mal 15. Und als ich 15 war, hatte ich einfach nur Lust, von zu Hause abzuhauen und einen Handwerk zu lernen. Und da habe ich mich einfach so ein Handwerkszeitraum ausgesucht. Und in dieser, es waren alle Berufe. Und da habe ich dann Zimmermänner, es waren noch ja, Zimmerleute, Schreiner, also ganz schöne Berufe. Und dann irgendwann kam ich auf ein Bild, wo eine wunderschöne Frau mit langen Beinen war. Und ein Mann hat die Füße gemessen. Und ich sagte, ja, genau das will ich machen. Genau, das war einfach mein Wunsch, diese Füße irgendwann zu messen. Und dann ging es los, dann bin ich von Marseille, also von zu Hause, dann weggezogen. Ich hatte gar keine Ahnung, was auf mich zukommt. Also der Beruf kannte ich überhaupt nicht. Und dann bin ich direkt, also 500 Kilometer weiter von zu Hause weggezogen, nach Marseille. Und da habe ich 2 Jahre lang die Lehre gemacht. Und dann habe ich mich kennengelernt. Genau, also richtig kennengelernt. Also dieses Handwerk und einfach mal, genau, ich habe ganz schön geschwitzt, geblutet und ich habe auch richtig auch gemerkt, wie der Beruf anstrengend ist, also egal welcher. Also ich habe in ganz viele verschiedene Berufe gearbeitet und dann habe ich auch geliebt, auch gemerkt, wie schön das ist, auch mit vielen verschiedenen Berufen zu lernen, zu arbeiten. Und genau, das hat mir so gefallen, dann bin ich auf der Walz gegangen, so 5 Jahre lang. War ich auf der Walz, also das ist dann in Frankreich, also dann war ich in verschiedenen Stationen in Frankreich und dann habe ich auch jedes Jahr in einer anderen Firma gearbeitet, wo ich dann auch in der Reparaturreparatur gearbeitet habe, in Orthopädie 2 Jahre lang, Maßschuhe in Paris und dann natürlich auf dem Weg habe ich meine zukünftige Frau kennengelernt und genau, und das ist auch der Grund, wieso ich dann hier bin, jetzt gerade in Karlsruhe. Ich bin dann nach Paris, nach Freiburg gezogen und da habe ich noch 7 Jahre lang in einer Orthopädie-Firma gearbeitet, wo ich auch die deutsche Sprache gelernt habe, auch Ortenauer am besten, also der Dialekt. Und dann, genau, dann auch noch 2 Kinder bekommen und ja, und dann kam ich irgendwann nach Karlsruhe. So, und Karlsruhe war unbedingt Elternzeit erstmal. Und in dieser Elternzeit, klar, von lauter Kindersachen und zu Hause, Kindergarten, alles gern gemacht, aber irgendwie, es wurde langweilig. Also ich habe schon angefangen, Maschinen zu kaufen, in Garage zu stellen, im Schlafzimmer zu stellen. Also ich habe angefangen, im Schlafzimmer zu arbeiten, im Wohnzimmer, weil ich durfte nicht mehr im Schlafzimmer arbeiten. Dann habe ich gemerkt, ich muss ausziehen. So, dann habe ich mich selbstständig gemacht, 2010. Und für mich war es wichtig, erstmal Karlsruhe habe ich auch überhaupt nicht gekannt. Das heißt, ich bin auf dem Gutenbergplatz gestanden, 6 Monate lang. Und ich habe mich einfach, ich habe Schuhe gemacht. Jede Woche habe ich einfach Schuhe mitten auf der Gutenbergplatz gemacht. Okay. Und genau, da habe ich, weil mein Wunsch war, alles in eine Schuhe zu bringen. Also alles, was ich gelernt hatte. Und das ist eigentlich, was auch passiert ist. Ich habe dann auch gemerkt, was die Karlsruher wollen. Ich war noch viel auf dem Markt, also deutschlandweit,
Und dann 2018 habe ich noch Ideenstark einen Preis bekommen für Ideenstark. Das ist irgendwie regional, wo viele Kreativer mitmachen. Und da habe ich da auch andere kennengelernt und die in kreative Branchen arbeiten. Und da habe ich da auch mitbekommen, dass ich eigentlich am besten noch Workshop machen könnte. Also meinen Beruf weitergeben würde. Und genau, das mache ich seit vor Corona. Mache ich dann Workshop, das heißt, ich hatte so ein Jahr lang dann schon, also wie vorhin habe ich auch schon viele Lehrlinge ausgebildet und dann noch Praktikanten bei mir genommen. Und das ist halt, was eigentlich in diese Schuhe stecken, ist es nicht nur ein Schuh, die ich mache, dass ich mache erstmal einen Schuh für jede Kunde anders, jede Kundin, Kunde, ich mache Damenschuhe, Herrenschuhe und die können, das ist komplett offen. Also das heißt, dass der alles, was ich gelernt habe und in Erfahrung gesammelt habe, ist da drin gesteckt. Und auch ich arbeite mit verschiedenen Menschen, das heißt zum Beispiel die Perms sind auch mit von Modedesignerin aus München, hat sie dann jeden einzelnen Perlen mitgenäht und genau. So, und jetzt werde ich euch einen Film zeigen von meinem Workshop und so geht das eigentlich dann während dem Workshop auch. Findet es so statt. Wirklich zu dir gereist ist, um sich nochmal schöne Schuhe machen zu lassen. Wie kamen sie auf dich?
Es ist viele, es werden viele Artikel geschrieben und es geht dann weit weg, also deutschlandweit, und dann ist es überall verteilt. Und es kommt auch, also die morgen kommen aus Trier, die kommen davon, also von irgendeinen Zeitungen, die dann gelesen haben. Aus Trier nach Karlsruhe, finde ich, genau. Finde ich sehr gut. Und vor allem ist ja so ein Maßschuh, das habe ich auch bei den, ich habe vorhin ja erzählt, der Anmoderation, Maßschuhmacher waren für mich immer diejenigen, die auf den Kreuzfahrtschiffen 2500 Euro Schuhe verkaufen. Aber bei dir ist es anders, du machst die Schuhe individuell auch mit Kundenwunsch, und vor allem, wie lange hat man an so einem Maßschuh? Ist der dann sozusagen für lange Zeit an den Fuß angepasst und angewachsen, und wenn er nicht mehr richtig passt, kommt man dann wieder? Ja, klar. Also, aber das ist oft, dass da, es gibt dann Kunden, die dann zwei, drei Paar machen lassen und dann sind die dann für 30 Jahre möglich. Und anderen machen einfach nur ein Paar. Das ist der Traum. Also ich wollte immer eine rote Schuh haben, dann haben die rote Schuhe, das war es dann halt. Und ja, und manchmal ist es auch eine ganz zwischenmenschliche Beziehung auch noch. Es geht nicht nur um die Schuhe. Das heißt, danach entweder gefallen, also klappt dann noch zwischenmenschlich, und manchmal einmal war es gut und dann ist es vorbei. Und die Beziehung zu den Schuhen, also der fällt es oft auf, es wird für die Brille viel Geld ausgegeben. Die Matratze ist auch wichtig, ja. Aber bei den Schuhen wird gerne mal irgendwie zum Billigschuhhändler gegangen, obwohl man ja den ganzen Tag irgendwie drauf zubringt. Ist da ein Umdenken da? Merkst du, dass das Individuelle immer mehr kommt? Ich merke bei der Workshop, ja, ganz stark. Also weniger Maßschuhe machen lassen, sondern selber machen. Und die Leute sind sogar noch zufriedener, wenn die mit ihren Schuhen, was sie selbst gemacht haben, nach Hause fahren, weil die fahren auch von weg. Also die kommen von Magdeburg, Düsseldorf. Und die fahren wieder zurück mit ihr schon nach 5-6 Tagen und sind echt glücklich. Und, ja. Jetzt kaufen wir die Männer nicht so gerne ein, und wenn ich nur so einen Schuh hätte, 30 Jahre. Wie ist es denn mit, was muss ich anlegen? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich hätte so wahnsinnig gerne einen blauen Schuh, wie soll er wissen, warum, mit weißen Schnürsenkeln. Was müsste ich da anlegen? Also mehr als 2000. Das sind originell. Ja. Genau, also nicht nur Fachschilder, also so nicht schiefe Schuhe. Kreuzfahrtschiffschuhe, sondern genau, originelle Schuhe, also so um die ab 3000 Euro muss man rechnen. Aber die halten dann 30 Jahre, wenn ich das hochrechne. Das ja. Ist wunderbar, das ist ein ganz individueller Beinschuh. Ja. Ich bin überzeugt, die erste Anwendung für den Schuhkunstkurs kriegst du heute Abend noch, und den ersten Besuch für Maßschuhe wirst du auch bald bekommen. Ich komme auch mal vorbei, es hat mir viel Spaß gemacht, vor allem, ich glaube, bei ihm wirkt auch diese fantastische Art, er ist einfach ein sehr gewinnender, handwerklich toller Mensch. Ganz toller Mensch. Dankeschön und alles Gute. Und jetzt freue ich mich total auf ein großes Finale zum Jubiläum. Zum 20. Mal 7x7 in 10 Jahren. Und Sie sind die 140. Kreativen, die hier auf der Bühne auftreten. Ich kenne Sie schon eine ganze Weile, weil ich fantastisch finde, was Sie machen. Denn Sie machen etwas, was in der Vergangenheit nicht ganz so einfach war, was inzwischen aber zum Stadtbild unbedingt gehört, weil es eine moderne Stadt ist, weil es eine bunte Stadt ist, weil es eine tolerante Stadt ist. Und die Pride Heroes kümmern sich eben darum, dass die queere Szene toll platziert wird. Und zwar ohne, es gibt ja Greenwashing, ohne Pinkwashing, sondern wirklich, wie kann man die queere Community unterstützen. Sie machen Vollservice in diesem Bereich Kommunikationslösungen, und Sie machen zum Beispiel auch aus Baden heraus, CSD in München sind Sie unterwegs und bei vielen anderen Veranstaltungen, also bringen Ihr Netzwerk und Ihr Wissen deutschlandweit ein. Sehr faszinierend ist vor allem, dass jetzt noch eine Künstlerin dabei ist, die auch beim CSD in Karlsruhe sehr bunt und sehr wunderbar war. Und ich freue mich jetzt auf ein tolles Duo. Zum einen die großartige Regenbogenhummel und auf Daniel Schoch, eure Bühne. Hallo, liebe Liebenden, mein Name ist Daniel Schoch. Ich bin Geschäftsführer, Gesellschafter der Agentur Freitierungs. Ich entführe euch heute in die queere Community, voller Glitzer, Zauber und Travestie. Heute an meiner Seite die Regenbogenhummel Vicky Winchester. Ja.
viel Spaß. Die Pedale sind jetzt im Vollgas. Es wird Zeit für ein wenig Travis, die das Gewürz mit viel Comedy. Ihr befügelt meine Fantasie, denn ich liebe euch, meine Family. Konzeption und professionelle Durchführung der herausragenden Pride-Kooperation und damit langfristige Stärken der queeren Community. Ich hab auch schon so viel Mist erlebt. Gute Freundschaft hat dann viel bewegt. Zusammen lachen, tanzen, fröhlich sein. Von Juni bis August die Pride natürlich. Christopher Streetday, die weltweit größten Demos und Veranstaltungen für queere Rechte. Ich bin gerade aus dem Konzept hier. Rund um diese Tage findet ein gutes Programm statt. Zahlreiche politische Kundgebungen und Veranstaltungen mit dem Ziel, laut und stark zu sein, einfach gehört zu werden. Unter anderem unterstützen wir die regelmäßig stattfindenden Travestie-Shows von der Regenbogenhummel in Winchester, aber auch zum Beispiel die Benefizgala der Elbhilfe aus Karlsruhe. Wird unsere Veranstaltungen die unterstützen. Wir sind auch bereit, dass zum Beispiel Pride Pictures vermarkten und das unterstützen da für die ganze Finanzierung. Dein Part. Ja, ihr könnt sogar alle mal die Hände hoch! Hoch, hoch, hoch! Wir schaffen das! Wir machen jetzt die Nacht, oder? Richtig klar! Ja, wir schaffen das!
bleib lieber stehen, dieser Bock ist viel zu groß. Ich glaube, dann auch die meisten da genau. Ich bleib stehen. Erstmal vielen Dank für die tolle Performance nochmal an Vicky. Also großer Applaus. Vicky, bitte schön. Danke, was mich hier beeindruckt, ich habe vorhin schon ein paar Städte genannt. Pride Heroes ist tatsächlich ein Münster, seid ihr zu Hause, aber ihr seid in ganz Deutschland aktiv. Wann hat es angefangen? Weil das war ja nicht früher auch immer so groß, oder das hat es gewachsen? Tatsächlich, ja. Also es ist gewachsen mit der Zeit. Ich habe mich 2014 selbstständig gemacht und war dann 2016 das erste Mal in München. Und seither tue ich durch ganz Deutschland. Ich habe jetzt auch ein bisschen Österreich und Schweiz mit dazu und seit letztem Jahr noch Belgien. Und in diesem Jahr auch der Karlsruher CSD, wer nicht war da, wer da war, wird was erlebt haben, was nicht nur diese Demonstration war, es war vor allem auch ein großes Bekenntnis von Tausenden von Menschen für Toleranz und es war ein fantastisches Bild in der Innenstadt. Vicky, du hast gerade den Wagen gehabt. Ja, das erste Mal. Ich habe auch so, glaube ich, aus deiner Schminke ein Tränchen kullern sehen. Absolut. Wie hast du es empfunden in diesem Jahr? Also ich muss zugeben, es war natürlich schon verrückt. Als er auf mich zukam, dachte ich so, hallo, ich nebenbei so ein bisschen Künstlerin und mir macht das dann fürchterlich Spaß und auf einmal sehe ich mich auf so einem riesen LKW, mein Gesicht so faltig, ja, wie waren die Pixel nicht so gut, nein, also das, es war schon echt krass, ein tolles Gefühl gewesen, dass so viele hinten auf dem Wagen gestanden hast, du hast es ja selber miterlebt, du hast ja auch auf der Bank gestanden, als wenn du dich umgedreht hast und hast dieses Meer von Menschen gesehen. Und ich werde einen Moment nie vergessen, kann ich kurz sagen, es war, wir haben das Lied YMCA laufen lassen auf dem Wagen. Ich habe nach hinten geguckt, ich will nicht übertreiben, aber tausende Menschen haben das mitgemacht, weil wir haben natürlich eine ziemlich gute Anlage gehabt. Und die war schön laut. Es war fantastische Stimmung. Alle machen ja diese Bewegungen mit. Es war großartige Stimmung und dazu wollen wir es mit Karlsruhe auch haben, genau dieses Lied und dieses Bunte, ganz großartig. Ich möchte aufklären, ich habe Herr Pi schon mal bemerkt, das ist ein Ventilator, das ist kein Kopfhörer. Ja, mach was mit dem Mikrofon dran. Warte. Das ist ein Umhängeventilator. Der kann sogar noch mehr, warte. Das soll leuchten. Der kann sogar noch mehr. Jetzt habe ich das, weil ich habe warum? Hast du auch gerade gedacht, so, hä? Warum guckt der so ein komischer Ton? Warum hat sie Kopfhörer auf? Aber weiß nicht, wie viel Plastik ich hier anhabe, wie warm das ist. Und wir haben uns hinter der Bühne heute wieder getroffen. Ja. Wie lange hast du heute wieder gebraucht? Zwei Stunden. Ich habe heute nochmal gearbeitet, bin danach hierher und habe mich dann. Jo. Applaus dafür. Beispiel dafür, dass man eben um so einen Erfolg und so eine Anerkennung dann auch eine Marke kreieren kann. Interessanterweise habe ich von Vicky mal eine Portion Nudeln geschenkt bekommen in Regenbogenfarben. Also wie entwickelt ihr das? Sind das auch eure Idee? Tatsächlich sind das Merch-Produkte, mit denen wir halt die KünstlerInnen versuchen zu unterstützen. Also wir haben in der Pfalz, das ist Kunstverein Herhof, das ist auch ein Schulpferdchen tatsächlich, die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir wollen das unterstützen, wir wollen auf irgendeine Art und Weise die Community unterstützen als Unternehmen, was können wir da machen? Und also lass uns doch Pride-Pasta entwickeln, wir nehmen Vicky Winchester mit dazu, entwickeln eine schöne kleine Hummel und so hat sich das Ganze dann ergeben. Wir machen noch ganz viele andere, wir haben jetzt auch Tassen zum Beispiel für Vicky Winchester und das nächste Projekt wird tatsächlich so ein schöner großer Fächer, mit dem dann nachher die Vicky Winchester drauf sein wird. Und so unterstützen wir die KünstlerInnen. Das gleiche machen wir mit zum Beispiel der Aids-Hilfe in Karlsruhe. Die Aids-Hilfe hat die Benefizspendengala 28.01. Und da versuchen wir halt zu unterstützen. Das heißt, im Prinzip Unternehmen, die Interesse haben, eine Anzeige zu buchen oder die einfach was spenden wollen und dann als Logo repräsentiert werden im Flyer. Das vermitteln wir im Prinzip. Also die Pasta gibt es auch im Foyer. Nochmal der Hinweis, im Anschluss kommt der spannende Teil, man kommt ins Gespräch. Und ihr seid auch dabei bei unserem Store in der Stadt am 17. November. Auch da ist die Regenbogenhummel dabei mit den Produkten und vielleicht mit auch ein bisschen Show. Vielleicht noch was Neues. Also, wir freuen uns sehr drauf und wir freuen uns ja, dass wir so eine tolle, bunte Stadt geworden sind. Danke, Vicky, und danke. Thank you.
Applaus. Kommt auch zu mir, alle mal raus. Jawohl, da sind die Rob und Stefan, alle mal kommt zu mir. Schuhe mal Pause, Marin und Julia, danke euch. Miguel war bei uns, danke auch dir, Thomas willkommen hier. Christian verschwindet die Stadt Köln. Danke dir, dass du bei uns warst. Und der Becken mit seinem Maßschuh. Und natürlich Daniel und Vicky Winchester, unsere kreative Runde heute Abend. Das war 7x7. Das sind ein paar von euch vom App Store, aber noch der Platz. 17. bis 19. November. Und jetzt gibt es den Mini-Pop-Up Store, zwei Foyer vom Tollhaus. Da gibt es schon das erste Kennenlernen. Ihnen euch noch einen schönen Abend. Ich freue mich aufs 21. Mal und ich freue mich, dass wir heute Abend zusammen waren. 7x7, danke euch. Schönen Abend.